Wie kannst du mit simplen und einfachen Gartentipps und Tricks sehr viel Zeit, Energie einsparen? Dennoch dabei eine gute Ernte einfahren. Klingt interessant, oder? Weniger Energie in Form von Arbeit von deiner Seite und dafür gleichbleibend, wenn nicht sogar besseren Ertrag. Vorneweg, einige Tipps sind keine Amazon-Bestellung, heißt, die brauchen etwas Zeit, um etabliert zu werden und dann ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Dann fangen wir mit einem der wichtigsten Elemente an, und zwar dem Mulchen. Schnapp dir organisches Material und fang damit an, deinen Boden zu bedecken, genauso wie die Natur es vorgesehen hat. Dadurch hast du vielerlei Vorteile. Zu einem ist der Boden geschützt vor der Sonne und auch vor dem Wind, wodurch halt die Erosion verringert wird und auch die Austrocknung des Bodens, wodurch deine Pflanzen auch mehr Wasser zur Verfügung haben und wenn es auch feucht ist, die Bakterien und Pilze, das Bodenleben aktiver ist und auch das organische Material, was du zum Mulchen genutzt hast, umsetzen können und dadurch eine Art Dauerhumus bzw. Dauerdünger aufgebaut wird, wodurch du auch eine separate Düngerzufuhr auch irgendwann verzichten kannst. Zumal es sehr wichtig ist, das Bodenleben zu füttern, denn die ermöglichen erstmal, dass die Pflanzen die Nährstoffe auf natürliche Weise aufnehmen können. So, das organische Material zum Mulchen ist natürlich auch ein bisschen saisonabhängig, was gerade anfällt. Im Sommer dann meistens Grasschnitt, hoher Stickstoffanteil, welches halt dem Pflanzenwachstum auch gut zugute kommt. Schafswolle, die auch ein bisschen die Schnecken bremsen können und auch einen guten Stickstoffanteil haben. Holzhäcksel für die Kohlenstoffstruktur, die auch den Humusboden benötigt. Verschiedenes anderes Gestrüpp, welches du auch etwas mit Mist kombinieren kannst. Oder auch Küchenreste, was ich sehr gerne mache, um die Schnecken auch ein bisschen abzulenken. Denn es kann natürlich auch passieren unter dem Mulchmaterial, dass sich da die Schnecken tummeln, besonders unter dem Laub im Frühjahr. Vorteilhafte Gegebenheiten und mit den Küchenresten, mit den frischen, lenkst du die auch ein bisschen ab, dass sie nicht direkt an deine Pflanzen rangehen, bis die ja dann auch kräftig genug sind. Einige spannende Videos zum Thema Schnecken habe ich auch gemacht. Beiden werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, falls du nicht genug organisches Material hast, kannst du auch auf lebende Pflanzen zurückgreifen, zum Beispiel Bodendecker oder einfach wuchskräftige Pflanzen, die halt auch durch ihren Wuchs den Boden bedecken. Und im Winter halt haben die halt den Vorteil, dass sie dann auch wenigstens etwas Photosynthese betreiben können und hier die Kohlenstoffpumpe nach unten bringen und so die Bakterien und Pilze mit versorgen können. Das Problem der Monokultur aufgrund der einseitigen Pflanzennutzung sehr anfällig gegenüber Pilzkrankheiten und auch Schädlinge, wodurch auch im konventionellen Bereich dann gerne die Chemiekeule eingesetzt wird. Das heißt, es kann dazu führen, dass dein Boden einseitig ausgelaugt wird und die Artenvielfalt verringert wird. Und das hat dann auch weitreichendere Konsequenzen. Denn wir brauchen natürlich einen fruchtbaren Boden, um kräftige Pflanzen zu bekommen. Und wenn wir halt eine hohe Pflanzenvielfalt haben, locken wir auch viele verschiedene Insekten an. Und die können auch für uns als Nützlinge fungieren, die uns dann eine erhebliche Arbeit in der Schädlingsbekämpfung abnehmen können. Bestimmte Pflanzengruppen unterstützen sich auch gegenseitig im Wachstum oder auch zum Beispiel vor Pilzkrankheiten, zum Beispiel der Basilikum mit seinen ätherischen Ölen unter die Gurke reinsetzen, damit die Gurke weniger anfälliger für Pilzkrankheiten wird. Das gleiche kannst du auch mit den Tomaten machen, klassische Kombination ist auch Erdbeeren und Knoblauch oder Zwiebel und Karotten gegen die Zwiebel und die Möhrenfliege. Für weitere nützliche Mischkulturen, ein Video dazu gemacht, unten verlinkt, genauso wie ein Blogartikel. Ein vielseitiger Pflanzenbewuchs sorgt natürlich auch dafür, dass dein Boden im Bodenleben vielseitig ist, weil die Pflanzen natürlich andere Ansprüche haben, auch an Nährstoffen, an den Boden im Allgemeinen, geben auch dann hier spezielle unterschiedliche Sekrete in den Boden wieder ab. Und die Pflanzen können auch anhand ihrer Wurzelart unterschieden werden, sind sie Flachwurzler oder Tiefwurzler. Zusätzlich sorgen zum Beispiel ein Tiefwurzler dann die Nährstoffe von unten nach oben bringen kann. Beinwell ist zum Beispiel so eine Pflanze oder klassisch der Baum. Punkt Nummer 3, ein Gartenplan. Wo pflanze ich denn welche Kulturen hin? Welche Aufgaben gibt es heute zu tun, die ganze Woche? Und was steht vielleicht im nächsten Monat an? Wie plane ich meine Mischkulturen? Welche Pflanzen möchte ich denn miteinander kombinieren? Wo passen denn die Klimaverhältnisse bei mir im Garten, damit ich hier auch die besten Pflanzen dort reinsetzen kann? Fragen über Fragen, die dir bei der Gartenplanung aufkommen können, aber die dir auch dabei helfen können, etwas strukturierter und effizienter ranzugehen, um halt auch hier eine bessere Ernte zu bekommen und auch weniger Stress zu haben, weil du dann in genaueren Leitfaden hast, welche Aufgaben du denn jetzt nach und nach machen kannst. Passiert mir auch manchmal, wenn man sich keinen Plan macht, dass dann immer mal wieder was dazwischen kommt, neue Ideen, neue Aufgaben, möchte man schnell spontan was reinschieben und hat sich dann einen Haufen an Arbeit zugelegt, gerät dann in Stress und macht dann in der Hektik die Sachen dann auch nicht ganz sauber. Von daher macht es auch durchaus Sinn, sich mal am Abend vorher mal Gedanken zu machen, welche Aufgaben man dann alles morgen
unbedingt erledigen möchte, diese auch natürlich dementsprechend durchpriorisieren, weil es kann ja auch immer wieder spontane Sachen kommen, die vielleicht mal ein bisschen einen aus der Bahn werfen können. Da kann man auch in der Planung dann so rangehen, dass man sich auch solche Pufferzeiten mit reinsetzt. Das heißt, dass man vielleicht die Aufgaben bewusst 30 Minuten länger einplant, als man vielleicht brauchen würde, um solche Puffer zu schaffen. Planen, wann genau du in den Urlaub gehst, damit du deine Zucchini rechtzeitig erntest, damit du vielleicht nicht ganz so große Keulen wieder bekommst, sondern nach 3 Wochen zurückkommst. Außer du willst jemanden keulen. Schnapp dir einfach ein Heft oder ein Buch, mach daraus einen Gartenplaner und fang an, ein bisschen strukturierter bei dir im Garten zu arbeiten. Und so wirst du auch Zeit sparen und das Dauerkopfkarussell wirst du dann auch langsam verlieren, denn der Kopf wird dir die ganze Zeit Aufgaben wieder in Erinnerung bringen, wodurch du da auch einfach abgelenkt bist und dann den Flow verlierst. Wenn du diese aufschreibst, dann entleerst du sozusagen deine Gedanken und kannst dich dann auf die Arbeit fokussieren. Du musst halt nur die Angewohnheit etablieren, dass du halt regelmäßig auf den Zettel schaust und guckst, was gibt es denn zu tun. Und sehr wichtig, dir auch eine Auszeit mit reinzuplanen, um zum Beispiel mal Vogelgezwitscher zu hören. Punkt 4. Tomatenhaken. Ja. Welche Ranghilfe bekommen denn bei dir die Tomaten? Immer noch die elendigen Tomatenstäbe. Die nutze ich schon seit Jahren nicht mehr. Hab da immer noch meine Probleme da, die Tomaten gefahrenlos einzufädeln. Sind schon so oft die Haupttriebe abgebrochen. So ärgerlich. Ich bin aufgrund des Folientunnels auch auf Tomatenhaken schon lange übergegangen, einfach eine effizientere Weise Tomaten anzubauen. Beispielsweise habe ich die Tomatensorte Eva Sweet White, ist eine Cocktailtomate, die dann jetzt schon gut 3 bis 4 Meter hoch ist, und die kann ich mit den Tomatenhaken ganz einfach abfädeln und auf den Boden leiten lassen. Man muss halt nur schauen, dass dann die Früchte schon da abgeerntet sind und dann auch das Laub entfernen, damit da die Pilzkrankheiten nicht so schnell Vormarsch kommen. Durch dieses Abfädeln muss ich jetzt zwangsweise meine Tomate nicht bei 2 Meter zum Beispiel kappen, sondern kann sie dann auch gut 6, 7 oder 8 Meter groß werden lassen. Kann durchaus passieren bis zu Ende der Saison hin. Es gibt sogar eine manuelle Erweiterung, wo man nur noch mit einem Knopfdruck, also mit einem Klick, da Seil runterlaufen lassen kann und so die Pflanze automatisch abfädelt. Ist auch cool. Vorteil für mich, ich muss die Tomate nicht abkappen, wenn sie zu groß geworden ist, und dann kann sie einfach ableiten lassen, und dabei ist sie noch auf der Höhe, dass ich mich jetzt nicht unnötig bücken muss oder unnötige anstrengende Körperbewegungen, sondern einfach eine gute Arbeitshöhe für mich darstellt, und der Ertrag ist immer auch einiges besser, wie ich finde. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn die Pflanze die Möglichkeit hat, länger wachsen zu können und nicht abgekattet wird. Dieses Jahr für viele das leidige Thema Schnecken, endlose Diskussionen in Social Media, aber dagegen kann man natürlich auch was machen, und zwar mit Geflügel, Hühner zum Beispiel oder auch Enten. Ja. Laufenten, nachvollziehbar, die fressen Schnecken, möchte jetzt da nicht so tief in die Thematik reingehen, muss man halt nur gucken, wie man die auch halten möchte. Die brauchen zum Beispiel Gewässer, auch neben Schnecken brauchen die auch andere Sachen wie zum Beispiel Grünzeug, Salate und sowas. Also man sollte dann, wenn man Enten bei sich im Garten halten möchte, schauen, dass sie auch artgerechter gehalten werden. Gleiche gilt natürlich auch für die Hühner. Die kann man auch effizienter nutzen. Und die fressen zwar kleinere Schnecken, die größeren lassen sie wahrscheinlich dann eher liegen, aber man kann das schon von vornherein ansetzen, und zwar schon auf die Eier dieser Nacktschnecken raufgehen, denn die invasiven Arten legen dann gut bis zu 400 Eier, wir brauchen Eier. Ja, ziemlich leistungsstark, und bevor die Plage ausbricht oder du dann stundenlang in der Nacht absammeln musst, kannst du deine Hühner nutzen, damit sie zum Beispiel im Herbst auf deinen Kompost und in den Beeten die alles aufschaben, aufwühlen und so dann die Eier an die Oberfläche bringen und dann ein paar Eier auch abpicken können. Wenn du wurmfreie Kirschen und ich glaube auch Zwetschgen haben möchtest, dann kannst du auch im Herbst und im Winter die Hühner ein bisschen unter deinen Kirsch- und Zwetschgenbäumen wühlen lassen. Sagt man das so? Wühlen oder scharen? Eigentlich scharen, oder? So können sie zum Beispiel die Larven der Kirschfliege fressen. Andere Möglichkeit ist, du benutzt eine spezielle Sorte. Punkt Nummer 6, gelbe Kirschen. Wie funktioniert die visuelle Anziehkraft der Kirschfliege? Diese Fliege bevorzugt dunklere Farben, rot bis hin zu diesen dunkelrot-schwarz. Das hat den Grund, denn je dunkler die Frucht ist, desto stärker wird auch ihr ein höheres Reifegrad signalisiert. Und deshalb für die Fliege und dann später für die Larven attraktiver, weil es halt eine reife Frucht ist, die halt dann Richtung faulig wird. Wenn die Larven sich dann vollgefressen haben, fliegt die Frucht am Boden und da können sie sich dann in der Erde verpuppen. Gelbe Kirschen hingegen wirken unattraktiver für die Fliege. Gurken und Tomaten
ausgeizen und auslichten. Tust du das nicht bei deinen Gurken und Tomaten, ist dann die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die buschig und zu einem Urwald werden und dadurch auch die Pilzkrankheiten erhöht werden, also das Risiko, genauso die Fruchtqualität leiden wird. Es werden sich sehr viele Seitentriebe bilden, genauso wie Blätter, und das muss ja alles versorgt werden. Mehrere Früchte, die natürlich auch kleiner werden, die dann auch, weil es so buschig ist, wenig an Sonne rankommen und dann auch etwas länger zum Reifen brauchen. Bei der Gurke ist halt das Gefahr, wo ich auch ein Video gemacht habe, wie schnell die Gurke eigentlich absterben kann, weil wenn du da zum Beispiel eine Frucht in dem Wald verlierst und vergisst und die dann dadurch in die Samenproduktion geht, dann ist das Zyklus für die Gurke zu Ende und die Pflanze wird absterben. Und wenn es halt recht früh in der Saison passiert, ist sehr ärgerlich, weil Gurken ja doch bis September, Oktober durchproduzieren könnten und nicht wegen sowas schon im Juli absterben. Ich für meinen Teil kultiviere die Gurken und die Tomaten eintriebig, denn dadurch habe ich eine viel bessere Übersichtlichkeit. Die Pflanze steht auch luftig, wodurch auch die Pilzkrankheiten minimiert sind. Und bei dem doch sehr nassen Sommer bin ich froh, dass ich das auch mache, vor allem im Tunnel. Alter, wenn mir da Braunfolie reingekommen wäre, jetzt habe ich eine geile Tomatenernte. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich eine gute Mischkultur als Unterbepflanzung setzen kann, wie zum Beispiel Basilikum bei beiden Kulturen. Oder Petersilie. Oder Dill. Oder Salate. Oder Buschbohnen. Ausgeizen, Seitentriebe entfernen oder unliebsame Stellen. Äste zum Beispiel auch. Bäume gehören auch gepflegt. Es ist sehr wichtig, seinen Baum von Anfang an ordentlich zu pflegen, damit der gesund bleibt, dass er auch gute Früchte gibt und auch lange lebt. Wann lasse ich dem Baum denn seine ersten Früchte oder breche vorher schon mal die Blüten ab, damit er sich weiter auf das Wachstum konzentrieren kann, damit ich halt eine schöne Form habe, die eine gute Statik hat? Und im Allgemeinen, welche Blüten tue ich denn schon von vornherein rausbrechen, damit sich halt da zum Beispiel kein Trieb rausbildet und dadurch hat der Baum buschiger wird. Es ist halt wichtig, Licht zum Beispiel in den Baum zu bekommen, damit er luftiger ist, damit die Früchte auch besser werden. Welche Unterlage hat mein Baum? Welches sind denn die Bodenqualitäten, Verhältnisse bzw. an welchem Standort ist? Ist da mehr Sonne oder mehr schattig auch? Was habe ich gegen Wild gemacht, zum Beispiel bei Wühlmäusen oder auch gegenüber Rehen und Kaninchen? Da vielleicht Gras an der Baumscheibe entfernen, weil die es in Konkurrenz zu den Bäumen darstellt. Eine ordentliche Krone erziehen mit 4 Leitästen für die Statik. Also ich orientiere mich unter anderem nach dem Osberg-Palmer-Schnittprinzip. Wer das PDF haben möchte, schreibt mir doch gerne per E-Mail, dem schicke ich es dann zu. Es ist wirklich sehr wichtig, sich mit der Thematik des Baumschnittes zu beschäftigen. Damit kann man sehr viele Videos auch machen. Das würde jetzt hier im Rahmen alles sprengen. Es gibt auch eine Baumschule, die ich euch unten verlinken werde, wo man eine Ausbildung machen kann, wo dann die ganzen Sachen auch gelehrt werden innerhalb eines Jahres. Sehr zu empfehlen. Und die klären auch sehr viel über Mythen da draußen, die es halt gibt beim Baumschnitt, und die machen wirklich eine gute Arbeit. Also sich jetzt schon mal Zeit nehmen, weil ich habe jetzt heute zum Beispiel an dem Tag, wo ich das aufnehme, beim Nachbarn gesehen, gestern Sturm, ein kompletter Zwetschgenbaum, alle Äste am Stamm runtergebrochen, schaut fürchterlich aus und richtig ärgerlich. Und der Baum war auch, glaube ich, so 10 oder 15 Jahre alt. Also da spart man sich dann wirklich im Nachhinein sehr viel Stress. Und Punkt Nummer 9, die Nachbarn inkludieren. So, warum? Weil die Nachbarn dir eventuell das organische Material vorbeibringen können, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Die haben jetzt keinen so Gemüseanbau, wie ich das habe, tun jede Woche gut ihren Rasen mähen, ihre Bäume zurückschneiden, haben Häckselgut oder Strauchschnitt und alles. Das häcks ich einfach durch und habe dann organisches Material zum Mulchen. Ich nutze auch eBay Kleinanzeigen, wo ich dann da die Anzeigen habe, wo man die Leute dann an einer bestimmten Stelle das organische Material hier abliefern können. Im Herbst fällt da immens viel Laub an oder ganz normale Astrückschnitte, ist für mich super, wo ich einen guten Boden damit aufbauen kann. Allerdings immer vorher dabei achten, was die Leute da einem vorbeibringen. Manchmal kommt es auch vor, dass da Müll mit dabei ist oder Steine oder ganz viel Thuja, was dann auch ein bisschen kontraproduktiv ist. Also immer gucken, was die Leute einem da vorbeibringen. Manche nutzen es dann auch wirklich aus. Und manchmal kannst du wirklich so schnell gar nicht schauen, wie schnell du zu einer Mülldeponie wirst. Das brauchst du nicht unbedingt. Aber die eigenen Melonen aus dem eigenen Garten, auch hier in Deutschland möglich, die brauchst du unbedingt. Die schmecken so geil. Und mit Hilfe von Harry Potter, seinem Zauberstab, kannst du den Anbau noch effizienter gestalten. Expelliarmus! Der Melonenzauberstab. Expecto Patronum! Mit diesem Zauberstab markierst du einfach die Stelle, an der du die Melone reingesetzt hast. Das heißt, da wo der
Haupttrieb ist und auch die Wurzeln. Einfach aus dem Grund, die Melone ist ein Bodendecker, die breitet sich aus, also du baust sie in die Höhe an oder lässt sie irgendwo runterhängen. Und wenn du die mal separat gießen wollen würdest, weil es vielleicht zu trocken ist, kann es halt sehr schwer sein, die Melone überhaupt zu finden, wenn du da nicht eine Markierung reingesetzt hast. Und so sparst du dir einfach Zeit. Du weißt genau, wo sie ist. Vielleicht hast du noch einen Ola neben dran reingesetzt und kannst dann direkt die Pflanze dort gießen, wo das Wasser auch hinkommen soll, und musst dann jetzt nicht eine größere Fläche zum Beispiel wässern, weil bei mir im Gewächshaus habe ich einen ganzen Streifen, wo ich die Melonen reingesetzt habe, mit dem Netz abgeschirmt, und da ist es halt wirklich vom Vorteil, wenn man so eine Markierung einfach hat. Punkt Nummer 11, nicht zu eng setzen. Dazu neigen wir alle mal sehr gerne, weil die Pflanzen am Anfang noch recht klein sind, setzen sie ein bisschen zu eng nebeneinander und merken dann, ups, hat vom Platz her doch nicht gereicht. Ist vor allem fatal bei hochstämmigen Bäumen oder bei halbstämmigen, wenn die dann zu nah an eine Hauswand reingesetzt werden oder zu nah an einem anderen Baum und dadurch ihre Kronen nicht richtig ausgebildet werden können. Da haben die Leute nicht so die Weitsicht, und man kann es natürlich auch so machen, dass man Sachen etwas enger setzt und dann halt auslegt und dann die kleineren Sachen zum Beispiel rausnimmt. Wenn man halt drei Salate nebeneinander gesetzt hast und du merkst, okay, die sind ein bisschen zu eng, dann kannst du den in der Mitte rausnehmen, hast dann schon mal einen kleinen Salat beim Abendessen, und die anderen zwei kannst du dann schön sich ausbilden lassen. So. Wie auch wir Menschen und auch Tiere brauchen natürlich Platz und Raum, um uns entfalten zu können und das schmackhafte Aroma auch zu entfalten. So. Außerdem kann dann die Luft viel besser zirkulieren, und wenn es nicht so eng ist, dann ist es auch nicht ganz so feucht, wodurch auch dann die Pilz- und Schimmelgefahr niedriger ist. Wenn es mal richtig viel regnet und sehr feucht ist, dann passiert es dann sehr schnell. Und wenn alles wie ein gefühlter Urwald ausschaut, verlierst du auch irgendwann die Übersichtlichkeit. Vielleicht Pflanzen, die etwas wuchsschwach sind, werden von anderen wuchskräftigeren Pflanzen überdeckt, und dann gehst du dann ein bisschen die Beete durch und merkst dann, oh, da habe ich ja die Pflanze reingesetzt und da sind dann die schönen Früchte. Bei Melonen kann es ziemlich fatal sein, wenn du dann den Erntezeitpunkt nicht richtig triffst, weil eine Frucht irgendwo versteckt war. Und auch an die empfohlenen Abstände wie die Saatguttüte mal richten. Die stehen ja nicht ohne Grund dort. Da kann man sich dran orientieren, Erfahrung sammeln und dann ein bisschen mit den Abständen spielen. Und zum Schluss der Keimtest. Wenn ich Pflanzen vorziehen möchte, das Saatgut über die Erde verteile und nach ein paar Wochen dann merke, Saatgut ist nichts geworden. Failure! Failure! You're still a failure! So, manchmal sagt man sich dann noch selber, ja, vielleicht kommen sie ja noch und warten noch den nächsten Tag und den Tag noch drauf und zieht sich das Ganze, und ist eigentlich eine komplette Zeitverschwendung, weil du in der Zeit einfach nichts machst. Dann würdest du lieber nochmal neu aussehen. Um solche Lehrgänge in der Vorzucht zu meiden und auch hier Platz zu sparen und auch im Beet leere Flächen zu meiden, lohnt es sich, einen Keimtest zu machen, bevor man dann das Saatgut breitwürfig ausstreut. Und dann sehe ich den Samen sorgfältig ein. Sorgfältig? Wieso sorgfältig? Naja, wenn du das Zeug rumschleuderst, dann vergeudest du die Hälfte. Du kannst feuchte Wattetabs oder auch Küchenrollen nutzen und da deine Samen reinlegen und lässt sie dann für ein paar Tage liegen. Ich tue sie noch in den Gefrierbeutel rein, schau natürlich, dass der Gefrierbeutel einen kleinen Durchzug hat und luftig ist, weil sonst fängt er an zu schimmeln, und lass die dann einfach ein paar Tage bis Woche liegen und guck dann, ob dann sich kleine Schwänzchen rausbilden. Vorsichtig mit einer Pinzette und dann damit ab in die Erde oder direkt in die Mulde von den Beeten. Und Beete ist ein gutes Stichwort, vom Beet ins Bett. Ich habe jetzt fertig, Video ist jetzt hier vorbei. Wenn ihr die Tipps gefallen habt, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn du noch weitere Tipps, Hacks hast, die das Gartenleben vereinfachen können, wo du auch Zeit sparen kannst, schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein, damit auch andere Leute davon profitieren können. So eine Art Gemeinschaft. Und hier auf der Endcard findest du noch weitere spannende Videos, die dir dabei helfen, einen effizienten Permakulturgarten zu bekommen.